Ik ben Ino Heideman van Teneo IoT. Wij ontwikkelen Internet of Things oplossingen voor de Smart City en Smart Building toepassingen. En binnen DigiPro hebben wij samen met Kemper GmbH en Datacake uit Duitsland een oplossing ontwikkeld waarbij we op basis van CO2-metingen van ons al bestaande CO2-stoplicht op afstand en automatisch ventilatieunits kunnen schakelen om zo de lucht te ventileren. Het idee van die toepassing is dat we die kunnen inzetten in scholen en in andere kantoorgebouwen, waarbij het niet zo eenvoudig is om daar nieuwe installaties die automatisch de lucht zuiveren te implementeren. Datacake in diesem Projekt hat diese Oberfläche, die wir hier sehen, entwickelt. Auch die Anbindung an die jeweiligen Systeme, die von Teneo kamen. Teneo war der Partner, der die Hardware bereitgestellt hat. Wir haben die Hardware quasi auf der Cloud-Seite abgeholt und dementsprechend das Dashboard aufgebaut, die Integration in die Cloud und die Automatisierung zwischen CO2-Sensor und Filteranlage. Kemper hat in diesem Part die Rolle übernommen für die Bereitstellung des Lüftungsgerätes. Kemper selbst ist ein Hersteller für Schweißrauchabsauganlagen und hat im Zuge der Corona-Krise einige Lüftungsgeräte für Bürogebäude oder Schulen herausgebracht. Ich fand es eine sehr prettige Zusammenarbeit mit beiden Betrieben. Der Mehrwert ist natürlich sowieso, dass du für ein Teil geholfen wirst in den Kosten, die du machst. Plus durch ein DigiPro-Projekt, was du doch auch wieder mehr als Nederlands Betrieb gestimuliert, um über die Grenzen zu schauen. We zitten nu in de fase dat we echt willen gaan testen in de praktijk op scholen en in andere kantoorgebouwen. En er heerst toch ook nog wel wat angst wat er gaat gebeuren rondom het coronavirus. Dus ik denk dat dit een heel mooi moment is om dit met de markt in de praktijk te gaan aanpakken. Wünschen würde für die Zukunft ist einfach das, was wir gemerkt haben, sehr gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit zwischen den drei Parteien. Wir können uns ergänzen und das führt zu völlig neuen Möglichkeiten, die wir so vorher nicht haben, wenn wir alleine auf dem Markt agieren. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir in Zukunft öfters solche Projekte angehen und umsetzen. Ich finde es altijd so mooi, um zu sehen, wie ihr mit einem Stückchen Technologie einen enormen maatschappelijken Impact könnt machen. Das sahen wir auch mit dem CO2-Stoplicht, was wir 2 Jahre geleden zusammen mit einem anderen deutschen Bedrijf in het kader van een Euregio-project ontwikkeld hebben. En dat zien we nu eigenlijk weer. Dat soort succesverhalen drijven mij alleen maar meer om en samenwerking op te zoeken, maar ook dat met Duitsland te gaan doen. En wij hopen gewoon door deze oplossing dat kinderen naar school kunnen blijven gaan, dat mensen naar hun werk kunnen blijven gaan, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de luchtkwaliteit.